Liebe Freunde der Groß- und Kleinbahn, willkommen zurück beim Fremo-Treffen in Magdeburg. Heute schauen wir uns mal verschiedene Spurweiten und Arrangements an. Wir sind jetzt hier bei der Spur 0, wo ich jetzt gerade dabei bin, das Arrangement abzugehen, was hier das waren quasi unsere Nachbarn auf der einen Seite. Und wir haben also hier eine einfache Strecke mit kleineren Betriebsstellen. Ja, das ist halt so das Problem, umso größer die Spur, umso größer werden natürlich auch die Betriebsstellen und dann kann man natürlich ein großer Bahnhof, na, wie es Holstedt zum Beispiel ist, der hätte also hier wirklich gigantische Ausmaße. Das weiß ich nicht, wie man das dann transportmäßig auch bewältigt. Deshalb sind die Bahnhöfe oder die Betriebsstellen hier, also das, was ich gesehen habe, doch sehr klein. Na, also hier mit schon drei Gleisen, das ist also schon ein bisschen was Größeres. Wenn es ein bisschen schaukelt hier, ich hatte mit meinem Gimbal ein bisschen ein paar Probleme. Der wollte nicht so wie ich, deshalb habe ich einen Teil der Aufnahmen hier so aus freier Hand gemacht. Da ist sozusagen die Kameraführung jetzt nicht ganz so ruhig, wie als wenn ich das jetzt hier mit dem Mensch, mit dem Gimbal, das abgelaufen hätte. Also ich bitte das zu entschuldigen. Ja, gibt es auch einen eigenartigen Bahnhofsnamen. Und dann noch hier, da sieht man so noch Industrieanschluss aus. Ja, und wir haben dann sogar noch einen fahrenden Zug mit einer T3, einen kleinen Güterzug. Hier so ein bisschen ein, naja, merkwürdiges Signalbild, ne, mit der Trapeztafel und dem Formsignal. Das, ja, das hat uns ein bisschen Schulterzucken zurückgelassen. Man muss dazu sagen, dass das Formsignal erst später installiert wurde, da war irgendein Defekt dran. Und dann hat man wahrscheinlich vergessen, dann die Trapeztafel wieder wegzunehmen. Ja, hier war dann noch, waren ein paar Tische aufgebaut, da sind also Bausätze vorgestellt worden für Spur 0 Weichen. Das war also wirklich absolut gigantisch. Im gleichen Stand war dann auch noch ein Drehgestell, wo quasi die Bremsen beweglich waren. Ja, also hat die Bremsen beweglich gemacht. Da hat man so viel dran rumgefummelt, das war dann gegen Ende des Treffens war es dann also hier und da schon ein bisschen angebrochen. Also war auch alles im 3D-Druck. Ja, Wagenkarten auf die, auf das Modul legen, das ist so eine Unsitte. Hier gibt es auch noch ein bisschen Schmalspurbahn, das hatte ich beim ersten Mal vorbeigehen gar nicht gesehen, dass also hier dann noch Fahrzeuge aufgebockt wurden. Ja, Fremo 87, das waren unsere anderen Nachbarn. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist also ein Drehgestell. Das haben die Kollegen genommen, um sozusagen die Übergänge zu prüfen. Ich habe es hier mit reingenommen, damit ihr euch mal hier wirklich die Radsätze genauer anschaut. Fremo 87 ist nichts anderes als H0 Pur. Nur, dass der Begriff H0 Pur ja urheberrechtlich geschützt ist. Letztendlich aber eben dafür steht, dass man versucht, wirklich alles 1 zu 87 zu verkleinern. Inklusive der Spurgrenze, die wir hier also kaum noch wahrnimmt.
Ich habe das gesamte Treffen dort, also bei uns gab es schon Entgleisung, ne? Also da war schon mal der ein oder andere Wagen irgendwo anders unterwegs, als er eigentlich sollte. Ich habe hier, es war auch nicht so fürchterlich viel Betrieb, muss man jetzt dazu sagen, ich habe hier nichts gesehen, was entgleist ist, ne? Also die. Ich habe auch gesehen, wie sie aufgebaut haben und vor allem, wie sie die Übergänge geprüft haben. Das sah ein bisschen aufwendiger aus als bei uns. Also wer sagt, ohne Spurgrenze kann man keine Modellbahn betreiben, das ist falsch, ne? Also man sieht, dass es geht und dass es Leute machen. Die müssen dann natürlich ein bisschen genauer arbeiten. Auch hier bin ich mal das Arrangement abgelaufen, beginnend mit dem Schattenbahnhof. Ja, hier weiß ich natürlich nicht. Es waren sehr viele niederländische Module da. Also es war auch ein bisschen was Deutsches, aber so von meinem Eindruck her war das meiste niederländisch. Besonders ins Auge ist mir dieser Bahnhof gefallen. Man sieht dann hier auch an den Weichen, ne, an den Herzstücken, dass das alles also viel feiner gearbeitet ist. Also ich denke mal, die Weichen bei mir am Bahnhof sind schon nicht schlecht, aber das hier ist dann noch mal ein paar Zacken schärfer. Und hier in diesem Bahnhof war es eben noch mal viel extremer. Dann gingen hier so zwei Äste ab. Ich weiß nicht, ob der eine rein holländisch war oder der andere dann Deutsch. Das so ist, wie gesagt, es sind ja sehr viele, es waren ja sehr viele Arrangements, es waren sehr viele Leute da. Man hatte einfach nicht die Zeit, sich jetzt, also es ist jetzt auch mit den anderen Arrangements intensiv zu beschäftigen, sondern man hat eben hier so mal so ganz kurz reingeguckt. Ne? Also das ist auch hier, sind sie also auch noch beim Aufbau des Ganzen. Da habe ich hier schon mal. Bin ich das hier schon mal abgegangen? Ja, hier standen mir ein paar Kisten im Weg, deshalb habe ich hier dann noch mal angesetzt. Man sieht ja noch so diverse Pfeile, das sind, also entweder ist das Modul da nicht in Ordnung oder sind die Boostergrenzen hier mit dem Pfeil dargestellt. Hier auch ein wunderschönes Viadukt. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mal bei den Fremo 87-Bahnern vor vielen Jahren mal fahren durfte. Damals, ja, da war, also es war eingestaltetes Modul, alles andere war Sperrholz. Also wir sehen hier, dass es doch sehr deutlich vorangegangen ist. Also hier ist das schon wirklich ein Aushängeschild. Da ist selbst hier der Schattenbahnhof gestaltet. Haben wir noch den anderen Ast. Hintergrund wieder Obelixweiler von Frame Old, was wir ja im letzten Teil des Videos gesehen haben. Also hier kann man auch nicht meckern, ne? Das ist alles top gestaltet. Diverse Fahrzeugkistentürme. Ja, das hat man ja vorhin schon gesehen. So, hier noch mal. Das Herzstück einer
Fremo 87 Weiche. Ja, also hier wurde, fährt natürlich auch nichts anderes drin, ne? Da wurde alles aufsetzen und alles ausgleisen. Und hier nochmal ein Stück von der Doppelkreuzweiche. Also sehr schön gemacht hier mit Echtholzschwellen und gegossenen Kleineisen. Und hier fährt dann sogar mal ein Zug. Es war jetzt nicht so schlimm wie beim Fremo-Treffen Kloppenburg mit der Privatbahn, wo ich dann nur mal ganz kurz einen Triebwagen aufgenommen habe. Hier ist natürlich ein bisschen mehr gefahren. Aber da ich, wenn ich nicht am eigenen Arrangement war, immer irgendwo in den drei Hallen unterwegs war, habe ich natürlich nicht so viel davon mitbekommen. So, hier dann das Thema Kuppeln. Haben natürlich bei Fremo 87 eine Echtkupplung. Haben wir dann versucht, hier das dann anzukuppeln. Natürlich, wenn die Kamera da ist, dann geht das alles nicht so einfach. Und es gelingt in dem Fall nicht. Aber es gibt immer noch einen zweiten Versuch. Und da funktioniert es natürlich. Ne? Ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich schneide es raus. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ja. Also das ist dann auch höchst wilder Modellbahn. Ne? Also hier ist. Zu den Fahrzeugen kann ich mich nicht äußern. Das sind meine Kenntnisse. Was zum Radschneiden? Der Niederländische Staatsbahn, hier gibt es noch sozusagen das auch sehr fricklich ist hier die Schlussscheibe. Nee. Na, die will auch nicht so richtig. Auch Nee. das wollte ich eigentlich Ich würde rausschneiden. meine Linie weiterführen Aber hinter, das dauert doch so naja, lange. es ist halt teilweise sehr besonders mühevoll, wenn die Kamera auf einen gerichtet ist. Ja, dann ist das. So, neues Arrangement. Wir waren gerade bei Fremo 87 und sind jetzt hier bei Hanulf Hain. Das ist eine Norm, die mit den RP25 Rädern fährt, wie wir eigentlich auch. Allerdings mit den schmalen RP25 Rädern, die meines Wissens auf den größten Teil der Weichen, wie sie im Handel zu kaufen sind. Ich weiß nicht, wie es bei Weinert aussieht. Laufen die nicht, also auf Tillichweichen brauchen wir es mit den Rädern nicht unbedingt versuchen. Und die haben hier ein DB-Arrangement aufgebaut, wo ich jetzt hier auch mal reingucke. Das müsste auch so Epoche 3-4 sein. Ja, bei den Niederländern gerade weiß ich es nicht, was es von der Epoche war. Die Niederlande hat sich ja sehr, sehr zeitig von den Dampfloks gelöst. Da ist das immer schwierig, da zu bestimmen. Ja, hier haben wir das nächste Arrangement. Das ist jetzt TT mit einer wunderschönen Brücke. Wo natürlich auch sehr toller Modellbau betrieben wird. Allerdings eben eine Spur kleiner als H0. Ja, der Schattenbahnhof steht voller E-Loks und wir sehen, auf der Strecke ist keine Oberleitung. Die sind also hier mit virtueller Oberleitung gefahren. Das ist ja auch immer mal so ein Diskussionsthema unter Modellbahnern. Da gibt es viele, die dann sagen, das geht gar nicht. Aber Modellbahn ist ja immer ein Kompromiss und man sieht, das ist auch beim Fremo so, dass da durchaus mal etwas größere Kompromisse eingegangen werden. Also wir machen es in unserer Frame-Old-Fraktion nicht, dass wir da, weil wir auch elektrifizierte Strecke ja haben. Und die gibt es bei TT auch, die elektrifizierte Strecke, aber eben nicht so viel, dass es eben für alles
reicht. Und deshalb hier Elox ohne Oberleitung unterwegs. Ihr könnt ja da eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Na, das, was ihr davon haltet und wie ihr das handhabt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich hatte ja das angesprochen, was da die Antwort war. Aber ist egal, wir sind beim nächsten Arrangement. Wir sind jetzt noch eine Spur kleiner, und zwar in Spur N. Und wir sind hier in Amerika. Ich hatte mich zuerst gewundert, ja, Fremo mit Hintergrundkulissen, das ist was ganz was Ungewöhnliches, weil ich das eigentlich nur von Ausstellungsanlagen kenne. Aber das Ganze hatte hier ein Ziel, und zwar, dass sozusagen der Fahrdienstleiter im Bahnhof nicht sieht, und auch das Lokpersonal, ob also sich ein Zug nähert. Ne? Von der Modellbahn sieht man das immer, im Vorbild nicht. Und um hier die Vorbildsituation nachzustellen, dass auch wirklich zum Telefon greifen, ne, und sich sozusagen wie im Vorbild eben dann bewegen, sind hier diese Hintergrundkulissen aufgestellt worden. Das ist übrigens auch schön hier mit dem Gewässer am Rand. Also das muss ich sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Also Gestaltung, gibt es hier nichts zu meckern. Das ist alles, also egal welche Spur, egal was, wie, wo. Ich habe dort so gut wie nur erstklassische Modellbau gesehen. Ja, hier war es auch so, dass die mit den Gleisen jetzt nicht so große Probleme hatten. Das hatte ich ja schon mal bei einem Video aus Bardewick, wo auch die US-Bahner da waren. Die haben ja dann ein vernünftiges Gleissystem aus den USA. Das sind irgendwie von der, heißt Atlas, der Hersteller. Und liefert also wirklich da annehmbares Gleismaterial, das man nicht unbedingt selber bauen muss. Ja, und mit diesem Bild sind wir jetzt schon wieder am Ende des Videos angekommen. Also am Ende von Teil 2. Es wird dann noch ein Teil 3 geben. Und ja, da freuen wir uns jetzt gemeinsam drauf. Und ich wünsche noch einen schönen Abend und macht was draus.